Hi und herzlich willkommen bei Westmünsterland Barbecue und bei mir sind heute Gude, der Daniel. Moin, ihr Sizzler. Genau, und es sind noch ein paar weitere Leutchen dabei, die seht ihr der auch Lars noch. Steht da. Der Lars steht da, der Peter steht da, der Christian von Cook with Meat. Der hat ein Visum bekommen. Genau, wir haben ihn mal reingelassen ins Land heute. Ja, und zwar machen wir heute wieder mal was Feines und zwar werden wir ein leckeres Steak flambieren und dazu unser Hauptdarsteller ist dieses schöne Ribeye. Ein schöner amerikanischer Prime Cut, also richtig lecker und richtig schön marmoriert und das flambieren wir heute und wie, zeige ich euch jetzt gleich erstmal. Wir haben hier natürlich als erstes unser Steak. Hier haben wir etwas Pfeffer, etwas Orangensaft, Sojasauce haben wir hier, etwas Butter und hier haben wir unseren Grand Marnier, das ist ein Orangenlikör. Ja, den habe ich schon mal abgefüllt in ein kleines Fläschchen. Der Bäder versteht noch nicht ganz, warum ich das abgefüllt habe in ein kleines Fläschchen. Da sage ich nur Safety First. Sollte es einen Flammenrückschlag geben, habe ich einfach hier in so einem kleinen Fläschchen weniger drin als in der Riesenflasche. Da dürfte der Knall nicht so groß werden. Die Bayern sind große Trinkgefäße gewöhnt, richtig. Da ist ja hier so ein Liter Grand Marnier schon fast zu wenig oder 0,7 sind es. Ja, gut, weiter. Die Butter, weiß ich nicht, ob ich die schon habe, ist hier. Hier haben wir etwas Salz und hier haben wir noch etwas braunen Zucker. Ja, und dann fangen wir eigentlich auch schon mal direkt an. Unser Steak werden wir als erstes etwas salzen. Ruhig von beiden Seiten ein bisschen mit grobem Salz einreiben. So, das lassen wir kurz einwirken und dann gehen wir damit direkt zum Grill. Ja, wir haben den Grill jetzt, den Smoker schon mal so weit vorbereitet, dass wir ein bisschen direkte Hitze haben. Ein bisschen ist gut, genau, das ist nämlich schon ganz ordentlich. Und dann grillen wir jetzt erstmal unser Steak von beiden Seiten an. Also ich habe es jetzt nach circa 90 Sekunden einmal quer gedreht, nochmal 90 Sekunden und dann einmal umgedreht. Und ihr seht schon, hat eine richtig schöne braune Kruste. Das sollte gleich echt lecker werden. Ja, so ist das Steak jetzt erstmal von außen schön angebraten. Ja, jetzt legen wir es hier erstmal indirekt da hinten hin und lassen es noch ein bisschen durchziehen. Derweil machen wir schon mal die Pfanne etwas heiß. So, die Pfanne. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben von unten sehr große Hitze. Wir geben jetzt erstmal etwas braunen Zucker in die Pfanne und lassen das ein wenig karamellisieren, sprich schmelzen. So, ihr seht schon, der Zucker fängt an zu schmelzen. Wir lassen ihn nicht braun werden, sobald er flüssig ist, geben wir auch schon die Butter rein. Verteilen das ein bisschen. Ja, der Zucker ist jetzt noch schön karamellfarben. Genauso muss es sein. Sobald die Butter geschmolzen ist, werden wir das ablöschen mit etwas Sojasauce und Orangensaft. So, und dann geben wir auch schon direkt unser Steak rein und geben auch etwas von dem Sud über das Steak. So, und jetzt kommt das Schönste, und zwar der Grand Marnier. Einfach über das Steak und etwas daneben. Das lassen wir jetzt einfach schön ausbrennen. Es duftet schon herrlich nach Orange und die Sojasauce, also es ist ein super Duft. Thank you.
Jawohl, noch mal ein bisschen was von dem Sud über Steak. So, und das Ganze nehmen wir jetzt direkt runter vom Feuer und stellen es zur Seite, dass es noch ein bisschen ruhen kann, sich ein bisschen entspannen kann. So, unser Steak ist jetzt fertig und das nehmen wir jetzt einfach mal aus der Pfanne. Es sieht super aus und vor allen Dingen, es duftet auch total geil. Dann schneiden wir es einfach schon mal auf. So, und dann probieren wir mal. Also vom Gargrad super, dürfte ungefähr 54 Grad sein, medium rare. Sehr lecker sieht's aus. Achso, etwas Pfeffer. Gehen wir nochmal direkt drüber. So, und testen. Mmh. Richtig geil. Echt mal was anderes. Man schmeckt die Orangennote raus. Man schmeckt die Sojasauce ein bisschen raus. Also schmeckt richtig, richtig lecker. Möchte noch mal jemand probieren hier? Lügst du auch, komm. Mhm. Zum Wohl. Nee, lügst nicht. Lecker. Prost. Mhm. Mhm. Ja, also schmeckt richtig fein. Mhm. Probiert ruhig. Mhm. Ich glaube, du musst noch ein bisschen was runterschneiden. Nee, ja, die Kamera läuft da nicht. Schon, die Kamera läuft gar nicht. So, probiert. Darf man doch hier lange? Ja, ja, selbstverständlich. So. Also wie gesagt, zum Schluss habe ich noch einmal ein bisschen von dem Sud über das Steak gegeben. Mit dem Löffel einfach mal so einen kleinen Streifen drüber gezogen. Hau ruhig rein. Und ja, also es ist eine super fruchtige Note. Es ist eine total leckere Note, die auch super ans Fleisch passt, finde ich. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind heute übrigens, habe ich gar nicht gesagt vorhin, oder? Wir sind beim. Hast du nicht gewusst? Ich habe es noch nicht mal gewusst bis gerade eben. Wir sind in Bensheim bei David Pietrella und zwar im Burggrafbräu und da treffen uns heute von der deutschen Barbecue-Szene und genießen das schöne Wetter und jeder grillt ein bisschen was. Ja. Was? Schönes Wetter. Ja. Oh, ich muss jetzt essen. Also ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Kommentar da. Einen Daumen hoch wäre auch super. Auch ruhig zwei. Ne, zwei geht gar nicht, ne? Ja, falls noch nicht abonniert, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Genau, das heißt nicht Daumen runter, sondern das heißt, da unten ist der Knopf zum Abonnieren. Wäre ja Zeigefinger runter. Der Zeigefinger, ja. Bei dir sieht der Zeigefinger aus wie bei mir zwei Daumen. Also, bis zum nächsten Mal. Also, wir haben noch was zu tun. Tschüss, euer Rolf.